Migranten stürmen den Grenzübergang zu den USA. Sicherheitskräfte setzen Tränengas ein. Es sind chaotische Szenen, die sich in der mexikanischen Grenzstadt Tijuana abspielen. Die mexikanische Polizei sieht hilflos zu, wie rund 500 Migranten aus Zentralamerika versuchen, die Sperranlagen zu überwinden. Unter ihnen sogar Frauen und Kinder. Der Alarm ging los und sie haben mit Tränengas auf uns geschossen. Viele Menschen sind zu Boden gegangen, einige wurden getroffen, Kinder sind ohnmächtig geworden. Dann haben ein paar Leute Steine auf die Beamten geworfen. In die USA geschafft hat es keiner der Gruppe. Das mexikanische Innenministerium droht den Migranten, die an der Grenzerstürmung teilgenommen haben, mit Abschiebung. Dutzende Menschen wurden verhaftet. Die US-Behörden ziehen bei weiteren Aktionen eine längerfristige Schließung der Grenze in Erwägung. Viele Anwohner Tijuanas sind genervt. Das ist keine Karawane, sondern eine Invasion. Ab dem Moment, an dem sie hier ankamen, haben sie mit Dingen geworfen, mit Stöcken, haben an den Zäunen gerüttelt. Sowas nennt man Invasion. Die Lage an der Grenze zu Mexiko hatte sich zuletzt immer mehr zugespitzt. In Tijuana sind inzwischen rund 5000 Menschen aus Zentralamerika angekommen, die meisten von ihnen Honduraner.